So, da bin ich wieder und habe einen Interviewpartner. Ja, der Rush Freak, der Sieger. Glückwunsch an den Sieg. War sauspannend zuzusehen. Also, was für ein Fight am Anfang. Und wie Ja, hast du dein Rennen hallo erlebt? zusammen. Der Start verkackt. Dann war Flotze etwas zu früh auf der Bremse, glaube ich. Und dadurch konnte ich mich dann nach der ersten Kurve wieder neben ihm setzen. Und dann hat er auch frühzeitig zurückgezogen. Und dann konnte ich die ersten 3, 4 Runden meine Schnelligkeit ausspielen. Und dann kommt das problematische Fenster gegenüber im Schneeflotze, dass dann meine Reifen zu sehr abbauen. Und dann, das hat man da am Ende auch gemerkt. Ich habe die letzte Runde dann noch sicher nach Hause gebracht. Das war auch mein Ziel, Sprintrennen zu gewinnen. Und will auch ganz klar sagen, dass für mich das Hauptrennen eher der Flotze der Favorit ist als ich, weil ich hinten raus einfach mit den Reifen zu kämpfen habe. Ja. Das ist natürlich das Schwierige, gerade weil ja du ja mit Controller fährst, ne, ist natürlich ein bisschen eine Unruhe in den Lenkbewegungen. Ja, es ist halt dann immer gleich voller Lenkeinschlag und das sieht man beim Frontantrieb auf die Runden, auf die Dauer gesehen. Hast du da einen Nachteil? Aber da will ich mich nicht beschweren, das ist halt so. Und macht es auch im Endeffekt spannender, als immer nach vorne wegzufahren. Flotz hat ein saugeiles Tempo. Ich denke, dass so das Rennen trotzdem interessant wird, weil du trotz Geschwindigkeitsüberschusses ganz schwer zu überholen bist oder auch schwer überholen kannst. Egal, ob der Vordermann jetzt 2 Sekunden schneller ist oder beziehungsweise der nachkommende 2 Sekunden schneller ist. Man hat ganz schön zu kämpfen, dann an den Leuten sauber vorbeizukommen. Ja, hat man ja auch bei Berliner Boss gesehen, der war ja wirklich sehr gut unterwegs und hat versucht, Mr. Speed zu überholen, aber hat es einfach nicht schaffen können. Ja, dann wünsche ich dir Ja, viel um Erfolg. noch ganz kurz aufs Qualifying einzugehen, weil da im Chat geschrieben wurde, ich würde da in der Mercedes-Benz-Arena zu weit ausholen. In der Einführungsrunde und Auslaufrunde danach der Gezeiteten ist es legitim. Da ist es egal, da geht es ja nicht auf Zeit. Und während der gezeiteten Runde habe ich nur bei meiner zweiten schnellen Zeit nach der Schikane den Curb um Millimeter verpasst, bin danach vom Gas gegangen. Die Zeit könnte man mir aberkennen, wobei ich glaube, meine erste Zeit gereicht hätte. Ja. Und sicherlich, wenn es da irgendwelche Beschwerden gibt, kann man ja immer noch danach gucken. Ja, also Ne? man kann ganz klar sagen, dass ich bei den gezeiteten Runden die Track Limits eingehalten habe. Aber gut, kann man das ja dann Genau. danach sehen. Gut, in 7 Minuten geht es ja dann schon weiter. Dann möchte ich dich noch dann wieder entlassen, dass du dich ein bisschen vorbereiten Danke. kannst. Und denk mal, nach dem Rennen gibt es dann ein bisschen mehr Interviews. Und ja, Viel dann. Viel Spaß Erfolg. den Zuschauern und bis später. Jo. Tschüssi. So, gut. So, gerade kurz im Spielbildschirm gesehen. Ja, das waren Worte von Waschweg. Und da hat er natürlich auch gleich aufgeklärt, was denn da wegen der Mercedes Arena war. War natürlich gut, ne? Ist ja auch gut, wenn die Fahrer dann ein bisschen sehen, was denn gerade auf der Strecke passiert. Ich werde aber auch nochmal kurz eine Pause machen, denn es geht ja nun gleich 45 Minuten voller Rennaction los und da braucht der Moderator mal kurz ein Päuschen. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Komme nicht mehr in die Party. Geht natürlich gleich los. Pause ein bisschen vorbei. Und ich kann euch noch, bevor das Rennen losgeht, 22 plus 1. Das muss ich natürlich jetzt einstellen. Bearbeiten. Das ist gut, dass ich gleich ja mein Team habe, was mich unterstützt. Umgekehrte Reihenfolge. So, das stimmt alles. Und dann verändern wir das jetzt mal. Zack. So, schau mal, ob das jetzt alles so passt. Gucken wir mal, ob wir kurz in die Party. Nein. Ich vergesse das immer wieder, mal zu überblenden. Gut. Nobody is perfect. So, wir werden jetzt das Rennen gleich starten. Ich will mal gucken, ob auch alle bereit sind. Ich wollte aber jetzt noch euch kurz, bevor es losgeht, die Platzierung sagen. Oder die Punkte. Rush Freak hat 16 Punkte, Schneeflotze 15. Eigentlich, je nachdem, immer ein Platz weniger. Mr. Speed 14, Berliner Post 13, Duster 12, Lady Post 11, Eddie Thomas 11, Smokey 10 Punkte, Slake 9 Punkte, der Meister 8 Punkte und Sally hat 7 Punkte sich geholt. Und gegen Ende kann ich, wenn ich ein bisschen Zeit nehme, weil ich finde, das euch gleich auch zeigen, einblenden, aber das kann ich leider jetzt noch nicht versprechen. Wir schauen mal gucken, mal schauen, ob jetzt auch gleich direkt genug Leute da sind. Es sind gerade aktuell nur noch 10 Zuschauer. Vielleicht machen die auch noch gerade Pause. Wir warten einfach noch bis halb. Schumi S, okay, die sammeln sich jetzt alles. Mein Laptop zeigt mir gerade an, dass ich im Flugzeugmodus bin. Sehr interessant. Bin ich denn auf Sendung? Sagt mir die Zuschauer mal, ob ich denn online bin, weil mein Laptop hatte mir gerade Flugzeugmodus angezeigt und ich bin mir nicht sicher. Okay, wir werden jetzt einfach das Rennen starten. Kann mir einer der Zuschauer noch sagen, ob denn alles läuft? Das wäre mir sehr lieb, wenn mir das Rennen auch wirklich starten kann. Weil Eddie Thomas muss ja nämlich heute etwas richtiger ins Bett. Wegen schulischer Verpflichtungen. Ich schau einfach selber mal kurz. Ja, ich bin auf Sendung, sehe ich gerade. Läuft alles da. Dankeschön, Overkill. Dann geht es los. Dann mit dem Hauptrennen. Nein, ich will nicht beitreten, sondern ich will das Rennen starten. Rennen start und los. Jetzt starten wir. Das kann ich alles ja nebenbei mit ein bisschen Ruhe, während der Strecke ist. Sprintrennen war leider ziemlich viel Action. Was heißt leider? War ja zum Glück viel Action. Wäre schön, wenn ich das auf einem großen Bildschirm sehen würde. Hallo. Ah, jetzt. So, jetzt ist natürlich jetzt kein Rennstartlei. Wir starten einfach nur. Das ist ja sogar die richtige Reihenfolge. Boah, ich bin begeistert. Das ist nicht immer so. So, Steady darf jetzt. Bestimmt. So, ich sag, wir fahren immer erst ein Hauptrennen, ein Sprintrennen über eine kurze Distanz von 30 Kilometern. Genau.
30 Kilometer. Und da fahren wir einen stehenden Start. Und der Gewinner des Sprintrennens startet dann von ganz hinten. Und der langsamste von ganz vorne. Und im Hauptrennen fahren wir dann sozusagen, wie gesagt, in umgekehrter Reihenfolge. Und da ja der Steady letzter Platz war, darf er jetzt das Feld bestimmen. Und diesmal geht's in der Einführungsrunde. Da einfach mal kurz optisch tun, als würde man die Reifen aufwärmen. Weil ich glaube nicht, dass das Spiel das so gut simuliert, aber es sieht natürlich gut aus. Vielleicht simuliert es auch das natürlich. Es kann natürlich auch sein. Leider haben wir das noch nicht rausgefunden. Hier haben wir natürlich eine interessante Entwicklung, was die Reifenwahl angeht. Wir können ja mal schnell in der Einführungsrunde durchgehen. Ne? Sally fährt vorne mittlere Reifen, hinten super weich. Das ist meine Taktik. Ja, das habe ich mal probiert. Und dabei stehen natürlich, da die Reifen hinten nicht zu groß abnutzen, kann man das natürlich so machen. Das ist natürlich bis zum ersten Boxenstopp nur so, weil dann kann man nur beide Reifen gleichzeitig wählen. Das haben wir hier. Der Meister fährt beide weich. Auch Slake fährt beide weich. Smokey fährt super weich. Gleich ein sehr, sehr kurzer Stint. Schauen wir mal. Auch Eddie Thomas fährt vorne mittel und hinten weich. Duster fährt auch beide super weich. Ich hoffe, das Spiel zeigt das so richtig an. Berliner Boss, beide super weich. Ich hoffe, die haben auch die Reifen gewechselt. Weil alle irgendwie mit super weichen Reifen fahren. Da hoffe ich jetzt, dem uns dann Probleme geben würde, hätten sie sich schon gemeldet. Aber Rennstart war ja für 2025. Ich werde trotzdem mal fragen, alle die richtigen Reifen haben. Weil das muss ja schon mehr sehr irgendwie jetzt mit anderer Taktik. Jetzt ein bisschen durcheinander. Ich will jetzt auch kennen. Aber jetzt geht's schon los. Oh Gott. Und Sally legt los. Man kommt gar nicht mehr richtig hinterher. Ist natürlich jetzt ein bisschen. Oh, hier geht's ziemlich heftig zur Sache. Hier gibt's schon einen richtig heftigen Unfall. Auch direkt schon mit Schaden. Ja, Schneeflotze. Oh, verdammt. Steady setzt sich jetzt aktuell ein bisschen ab. Der Meister sehr gut, auch gut durchgekommen. Smokey schon ziemlich heftigen Schaden vorne. Oh, weia. Das sieht natürlich schon ziemlich heftig aus. Vorne, ja, Schneeflotz hat auch schon einen leichten Schaden. Mich irritiert halt, dass die alle super weiche Reifen haben. Das tut mich echt irritieren. Und Wasch fliegt schon fünfter Platz. Der hat ganz schön gut gemacht, aber hat auch so keinen Schaden. So, was haben wir jetzt? Ja, wir hatten hinten. Eddie Thomas hat wohl was auf den Popo bekommen. So, wir schauen mal, wie sich das jetzt verhält. Slake hat vorne auch schon heftigen Schaden. Berliner Boss hat hinten einen Schlag bekommen. Sehr viel Schäden direkt zum Anfang. Oh, Duster hat auch vorne ganz schön was abbekommen. Wir schauen mal, was vorne sich tut. Schneeflotte schon auf Platz 2. Direkt verfolgt von Rush Freak. Das wird ja wieder ein Kampf der Giganten, kann man schon fast sagen. Ja, versucht es von außen. Wir haben natürlich beide jetzt keinen großen Schaden. Obwohl Schneeflotze doch hat einen kleinen aerodynamischen Schaden, denke ich mal. Aber er scheint sich jetzt nicht so groß auszuwirken. Okay, Rush will natürlich hier ordentlich Punkte holen. Er will natürlich in der Rangliste weiter vorne kommen. Oh, Eddie Thomas fährt aber ziemlich weit raus. Was sollte das bedeuten?
So. Hier müsste Speed auch auf Platz 4 schon ziemlich weit vorgekommen. Berliner Boss tut sich direkt das Fahrzeug reparieren lassen. So hat er natürlich jetzt erstmal einen ziemlich heftigen Rückstand, aber es kann auch das da in der Box lässt sich sein Auto reparieren. Mal gucken, das kann aber auf der Distanz, kann man hier noch ordentlich was rausholen. Eddie Thomas hat hinten den leichten Schaden, aber ich denke mal, dass das jetzt nicht so groß ist, dass der in die Box muss. Bei den anderen Fahrern könnte das sich schon eher auswirken, gerade was den Reifenverschleiß angeht, ist natürlich so ein Schaden schon nicht zu unterschätzen, gerade auch über die Distanz. So, ja, der Meister wird jetzt gecatcht vom Slack. Ja, aber Slack, der Meister lässt natürlich das noch nicht locker, das ist sehr cool. So muss das. Ja, aber alles fair. Schauen wir mal, Smokey hat ja einen Zweikampf mit Sally. Oh, Sally hat schon die Führung abgeben müssen. Vielleicht hat er da nicht ganz so sauber die Linie gefahren und direkt so. Und in der Führung geht das ja schon wieder los. Ja, Rush Freak auf der 1, habe ich auch direkt verpasst, als ich Rush Freak hier die Führung geholt hat. Aber Rush hat ja gesagt, der über die Distanz wird Schneeflotze wohl der stärkere Fahrer sein. Wollen wir mal sehen, ob das so wirklich auf Dauer so sein wird. So, wir haben schon die ersten drei Runden weg. So, und Mr. Speed, ja, schon das alte Feld, so die ersten drei Leute sind dieselben schon wieder, und das sind noch drei Runden. Das ging aber fix. Ja, so, und Smokey auf Platz 4, ja, wie der Schaden sich über die Zeit auswirkt. So, Sally immer noch vom guten fünften Platz, hält sich relativ gut. Ja. Er muss natürlich immer darauf achten als Anwärter, ne? Lässt er den anderen genug Platz. Er soll natürlich nicht den anderen die Tür aufmachen oder sich da sagen, ah, ich bin Anwärter und da lassen wir mal die anderen vorbei. Nee, nee. Er darf schon kämpfen und er soll auch kämpfen. Er soll bloß, ne, ein bisschen gegenseitige Rücksicht ist jetzt einfach schon mal hier gegeben. Und relativ knapp, ja, Schneeflotze will natürlich sich den ersten Platz holen und in der Rangliste an Rush Freak näher kommen. In zwei Wochen geht's ja dann nach Lago Maggiore, eine originale Strecke von Gran Turismo. Auch eigentlich die eine der wenigen, die wirklich für die Gruppe 1 Fahrzeuge gemacht ist. Alle anderen ein bisschen schwer zu fahren. Ja. Schauen wir mal, ob sich irgendwas in der Zwischenzeit. Ja, hinten ist ein kleiner Dreikampf. Oh, direkt. Da hat sich der Meister ein bisschen verschätzt und hat dann den Slake ein bisschen hart getroffen. Ja, ich denke mal, der Schaden ist noch von vorhin. Ja, Meister hat aber nichts abgekriegt, so wie es aussieht. Schauen wir mal, ob es da vielleicht nach dem Rennen eine Meldung gibt und dass sich die Rennleitung sich das ansehen muss. Das ist bei uns ja alles nach dem Rennen. Wie gesagt, Eddie Thomas muss sich hier 5 Sekunden rausfahren und der Slake HD muss sich 10 Sekunden noch mit draufrechnen. Da er zweimal bei uns geht, ja, so ein bisschen auf der Homepage, könnt ihr auch gerne mal beobachten, besuchen. www.slow-mover.de. Da findet ihr Informationen zu den Rennen, Informationen zu den Fahrern, die ihr mitfahren. Da könnt ihr gucken, wir haben noch eine TFL-Rangliste, also der Fastest Lab. Da fahren wir einmal im Monat immer so ein Thema. Letzten Monat sind wir in Project Cars und in Gran Turismo dieses Bloodthirst. Oder auch Gran Turismo heißt die Strecke Mount Panorama gefahren mit dem Godzilla, mit dem originalen Godzilla, ja, den R32 von Nissan, der ja damals bei Bathurst waren 1000 Meilen waren das, oder 1000 Kilometer,
dort das Rennen gewonnen hat in der Gruppe A-Klasse. Und das hatten wir uns als Vorbild genommen. Und da geht natürlich einen Monat lang, könnte man die schnellste Runde fahren. Und die schnellste Runde wird dann in ein Video geehrt. Das könnt ihr auf YouTube finden, im YouTube-Kanal SlowMoverTV. Gerne dort mal vorbeigucken, ein Follow hinterlassen, oder Subscribe ist das, glaube ich, da. Und ja, dann werden immer aktuelle Videos dann in eurem Feed angezeigt. Und ja, wird auch dieses Video danach, also das Rennen danach, dort hochgeladen. Und ja, wir schauen jetzt auch mal kurz wieder auf die Rennen-Action. Ja, Eddie Thomas ist schon ein bisschen weit abgeschlagen. Berliner Boss hat sich zumindest schon mal Sally geholt oder kämpft gerade mit Sally um den 8. Platz. Oh, was ist denn da los? Da hat er aber sich ganz schön verschätzt. Und ist direkt rausgerutscht. Ja, muss natürlich erstmal ein bisschen gucken. Ja, fährt er das Spiel gerade mal seit einer Woche. Also seit etwas mehr als einer Woche. Und ja, da muss er natürlich ein bisschen erstmal sich einfahren. Ja. Aber bisher schlägt er sich schon sehr gut. Wir haben gelbe Flagge. Warum haben wir gelbe Flagge? Ah, bestimmt der Meister. Der hat auch hinten wieder was abgekriegt. Das ist ein ziemlich berührungsfreudiges Rennen heute. Das hatten wir letztes Mal nicht so extrem. So, Slake Age, die. So, sieht Smoky. Er fährt aber noch mit seinem Schaden relativ weit vorne. Ja. Das macht ihm jetzt nichts aus. Und da, ja, an der Spitze. Rush versucht natürlich jetzt sich zu viel. Oh, da sieht man auch wirklich hier den Reifenunterschied. Ne? Wenn man unten jetzt sieht, in der Reifeneinblendung, sieht man mal, dass Schneeflotze deutlich weniger Reifen nutzt. Also das ist schon ein ziemlich heftiger Unterschied nach 6 Runden. Was den Reifenverschleiß geht. Ja, genau. Smoky, weiter so. Ja, mit dem 4. Platz gar nicht so schlecht. Mal schauen, ob er sich dann noch gute Punkte holt. Hier gibt es natürlich dann mehr Punkte im Hauptrennen. Also ist auch wenn, wie gesagt, die Punkte von Haupt- und Sprintrennen werden ja dann zusammengezählt und wer die höchste Punktzahl hat, hat natürlich dann den Gesamtsieg. Und bei den Gesamtsieg ja, zählt auch noch die schnellste Rennrunde mit rein. Wer die schnellste Rennrunde oder die schnellste Runde des Abends hat, bekommt einen Zusatzpunkt. Auch alles in unserem Reglement auf der Homepage nachzulesen. Steht auch unten links eingeblendet. Den Overlay, dass ihr jederzeit wisst, welche Homepage ihr mal besuchen könnt, wenn ihr mal kurz Zeit habt und werdet nach dem Stream natürlich, wäre das nicht optimal, damit ihr nicht unbedingt den Stream verlässt oder ihr habt nebenbei noch ein Tablet offen, sagt euch, oh cool, da kann ich mal kurz auf die Homepage schauen, mir noch zusätzliche Renninfos zu holen, ja, hier stehen auch die Anmeldungen da, ja, Mr. Speed gewinnt. Ja. Schauen wir mal, ob Mr. Speed gewinnt. Schauen wir mal. Hier geht es ja wirklich um die Distanz. Und ja, wenn man hier natürlich jetzt hier mit dem 3. Platz, wenn er die 2 sich dann auch vorne schnappt, ist schon möglich, dass er sich dann die Gesamtpunktzahl des Abends holt. Ja, Waschweg ja schon mal den Punkt für die schnellste Rennrunde aktuell noch innehält. So, genau. Genau, Homepage besuchen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt uns bei Twitch gerne ein Follow hinterlassen, damit ihr bei den nächsten Streams, wir werden auch ab und zu mal ein Training oder so übertragen. Ist natürlich, wenn natürlich das Interesse besteht, wird natürlich auch öfters dann mal gestreamt. Das ist jetzt so oft. Das ist natürlich bei uns immer sehr spontan, wann wir mal ein Training fahren oder nicht. Ob jetzt aktuell noch was ein Zweikampf ist, damit wir den auch wirklich nicht verpassen, aber es sieht aktuell alles sehr, ja, sehr verhalten aus. Jeder hat seine Position und versucht das Rennen erstmal sich da zu ordnen.
Aber aktuell gibt es keinen Zweikampf, der jetzt. Das gibt natürlich mir die Chance, ein bisschen was zu erzählen. Wer sind wir? Was machen wir? Warum machen wir das? Ja, vor 2013, am 12.08.2013, haben sich da ein paar von uns so gesagt, boah, wie werden das so, diese ganzen Lobbys, diese Online-Lobbys, die wir haben, ne, da wird man immer rausgekickt und ja, das macht keinen Spaß auf Dauer. Und da haben sich halt ein paar einige gefunden und gesagt, ey, lass uns da einfach so immer Rennen organisieren, damals noch mit Gran Turismo 5 war das, glaube ich. Und ja, schade, dass Hieronymus sein Regenbogendesign nicht dabei ist. Das war sehr interessant auf jeden Fall. Hat natürlich auch sehr viel Farbe reingebracht, wo das ja Smokey schon macht mit seinem Rastafari Racing. Ja, und da haben sich halt dann gesagt, ey, lass uns mal einfach so ein paar Rennen organisieren. Und da hat sich das so ein bisschen entwickelt. Da waren schon Snooker dabei, da war schon ein Berliner Boss, glaube ich, relativ am Anfang mit dabei, Schneeflotte, so Hacky Racing, Marv und da waren so die Gründungsmitglieder und ja, da hatte ich das bestanden, da haben wir GT5 haben sie gespielt, GT6 haben sie gespielt, dann kam Project Cars, da haben, glaube ich, wie viele Events, 40 Events oder so in Project Cars gefahren. 24 von uns. Ne, warte mal, 40 von uns. Sorry. Und ja, jetzt sind wir halt, ne, kamen jetzt zwei neue Spiele. Oh, also drei neue Spiele. Es gibt ja auch eine Assetto Corsa. So, und da hieß es natürlich, welches Rennen fahren wir? Und die einen waren halt für Gran Turismo, ein paar waren für Project Cars, ein paar haben auch wirklich Assetto Corsa. Da ist auch sozusagen ein kleines Fun-Event, so was wir wahrscheinlich in den nächsten Mal machen. Wir schauen mal kurz trotzdem nochmal auf die Renn-Action, dass ich ja nichts verpasse. Wir wollen auch ein bisschen den Fokus auf das Rennen legen. Aber aktuell ist halt wirklich kein wirklich starker Zweikampf. Halt nur über die Distanz aktuell die Zweikämpfe. Und ja, nach den ganzen Project Cars Rennen dachten wir uns, jetzt ist Project Cars 2 raus, Gran Turismo Sport ist raus und da war natürlich die Abstimmung relativ ausgeglichen. Das Endergebnis wäre Project Cars 2 gewesen. Und ich hatte halt immer schon Lust, dass ich das so adminmäßig so mit organisieren würde, gern wollen und so. Und hab ich gesagt, ey, ich mach die Kitty Sportliste, Snooker macht die Project Cars Liste. Und so hat jeder halt sein Feld, wo er halt fahren möchte. Und es gibt sogar zwei Fahrer, die fahren bei beiden Events mit. Ne? Der Smokey fährt da bei Project Cars und bei Gran Turismo Sport. Und der Duronimus, der leider heute nur zuschaut und nicht mitfährt, der fährt auch Project Cars 2 und Gran Turismo Sport. Also ist natürlich sehr viel Abwechslung. Und das ist ja auch unser Hauptaugenmerk, ist ja halt wirklich so die Abwechslung. Ne, die meisten fahren halt wirklich so in einer festen Rangliste, immer wieder Gruppe 3 mit demselben Fahrzeug. Und boah, wir wollten halt anders sein. Wir wollten halt sagen, ey, ein Fahrer muss halt mit allem fahren können. Und doch, da haben wir uns so gedacht, wir können doch einfach immer wieder andere Events machen. Grüße zurück nach München. Und ja, dann können Disneyland Werbung geil, sehe ich jetzt erst. Und da haben wir uns dann gesagt, ey, können wir doch machen. Und da haben wir halt schon so viele, wenn sie haben Gruppe 5, da haben wir gefahren, wir haben Formelfahrzeuge gefahren, wir fahren jetzt TT Cup, wir haben auch diesen Mark 4 Ford gefahren, auf Falkenheim Classic, so vielen verschiedenen Strecken mit verschiedenen Streckenbedingungen. Und das macht einfach Spaß, wenn du dann halt wirklich mal sagst, ey, jetzt musst du dich zwei Wochen lang auf ein neues Auto einspielen und das ist halt einfach was anderes. Und dann haben wir ja noch diese, Daniel kommt ran, okay, ja, das ist mir auch schon aufgefallen, danke. Und sonst, wir haben gerade den Boxenstopp von Slack, wir schauen aber trotzdem mal auf die Spitze, da die wirklich
wie Duronimus auch gerade gesehen hat, enger wird. Und das wollen wir natürlich ein bisschen, wollen wir natürlich nicht verpassen. Wir schauen trotzdem noch ein bisschen weiter hinten, aber ja, wir schauen mal. Über die Distanz wird sicherlich hier hinten nochmal der ein oder andere Zweikampf entstehen. Aber aktuell bleiben wir mal bei der Spitze. Schauen wir mal. Ja, man sieht auch, dass die Reifen vom Rushwick ziemlich heftig im Keller sind. Ja, auch der Sprit geht langsam zur Neige. Also sind wir schon ein bisschen weniger als die Hälfte. Und ja, da hatten wir halt schon wirklich sehr viele verschiedene Events. Und das macht halt echt Spaß. Und durch die rollierende Rangliste ist auch das ne, man hat dann auch immer das Problem, ne, man ist auch in der Arbeitswelt und man hat auch mit Family mal gerne mal, oh, jetzt ist Rush Free in der Schneeflotte, geht in die Box. Interessant. Wir gucken, ob er sein Auto gleich mit repariert. Da bin ich natürlich jetzt gespannt. Er hat natürlich Mr. Speed jetzt den zweiten Platz übernommen. Puh, schauen wir mal. Aber den Schaden direkt reparieren lässt. Kann man ja abbrechen lassen. Natürlich alles. Ah, lässt reparieren. Bin ja gespannt, ob dann die reifentechnisch was angezeigt wird. Nö. Also, wie gesagt, falls das Spiel das nicht irgendwie jetzt falsch anzeigt, fährt er tatsächlich nochmal mit super weichen Reifen. Aber da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Da das Spiel gerne mal Blödsinn anzeigt. So, wir haben noch zwei in der Box. Smokey ist in der Box. Und das da ist in der Box. Ja, lässt auch gleich reparieren. So. Dann geht's direkt wieder auf die Strecke. Schön die Boxenlinie beachten. Sehr schön. So, das da lässt auch reparieren. Na, so einen großen Schaden hat er da eigentlich nicht gehabt. So, auch hier Boxenlinie beachten. Sehr schön. Gut, so schauen wir mal, ob sich schon vorne wieder was tut. Schneeflotze, wie sich die Zeiten verhalten. Wir schauen einfach mal auf die Zeiten rechts. Wir können auch mal kurz auf den Echtzeitmonitor schauen. Ja. Ob sich die letzten Runden mal groß was geändert hat. Hinten hat sich schon was getan in den letzten Runden. Da ist ja das da ein bisschen weiter vorgekommen. Der hat. Ne, wohl, Moment, wir müssen mal gucken. Das sind die aktuellen Positionen. Das ist ein bisschen blöd angezeigt. Ja. Hier ist ein bisschen Bewegung drin. Oh ja, man kann einen kleinen Zweikampf. Da bleiben wir mal kurz hier. Rush Freak jetzt in der Box. Dann müssen wir direkt leider auf die Führung vorgehen. Jetzt ist Mr. Speed in Führung. Es wird doch gerade Schneeflotze. Schneeflotze ist vorbei. Na? Tatsache, Schneeflotze ist vorbei. Er hat sich das früher stoppen, hat sich tatsächlich gelohnt und jetzt ist Schneeflotze in Führung. Also im Fernduell, Mr. Speed muss natürlich noch in die Box. Hat schon relativ abgenutzte Reifen, aber ja. Im Fernduell ist Schneeflotze schon mal jetzt aktuell in Führung, aber wir gucken mal. Mr. Speed, wie viel Zeit er jetzt in seiner Runde verliert. Ja. 2/3 Zehntel pro Sektor. Jetzt ist Eddie Thomas in der Box. Schauen wir mal, wie lange er stoppt. Er wird sicherlich den Schaden sich reparieren lassen. Na, da hilft selbst das Nuss, was er jetzt drin hat, nicht weiter. Ja. Ja, auch hier wird immer, naja, ich denke mal, dass das Spiel falsch anzeigt. Was halt wirklich schade ist. Also, er zeigt mir jetzt immer noch RM und RB an und ich glaube nicht,
dass nach einem Boxenstopp das richtig angezeigt wird. Das, ja, Sally auch jetzt in der Box, Meister in der Box. Wir gehen gleich wieder vor in die Führung. Ja. Boah, der hat doch ganz schön die Reifen radiert. Sieht man jetzt wieder, wie der Tank wieder gefüllt wird. Ja. Hoffentlich tankt er nicht voll, so viel Tank. So viel brauchen wir nicht mehr. Alles klar. Ja. Hat er natürlich gut drauf geachtet. Wie viel haben jetzt alle noch Tank? Ja, das da hat so mit am meisten. Ich glaube, so viel hätte er, Sprit hätte er noch gar nicht mitnehmen müssen. So, Slake. So, schauen wir mal. Ja, Mr. Speed ist jetzt in der Box und hat dadurch natürlich jetzt seine Führung wieder abgegeben. Ja, Rush Freak. Der will sich natürlich den ersten Platz zurückholen. Aber ich denke mal, über die Distanz wird Schneeflotze halt echt sich hier den Sieg holen. Aber es sind nur noch knapp 10 Runden. Schauen wir mal, wie sich die jetzt verhalten. So, ich frage mal gleich das Publikum. Da ja dann nach dem Rennen auch 1-2 Interviews wieder stattfinden, habt ihr denn. Ich habe wieder vergessen, ich habe vergessen, die Strawpoll zu machen, ob ich das nebenbei machen kann. Habt ihr denn einen Wunsch für ein Interview nach dem Rennen? Welchen Fahrer wollt ihr denn unbedingt hören? Leider können wir ja nicht alle holen. Und fragen, was denn ist. Natürlich sind ja die, die großen Kampf hatten. Vielleicht würde doch Rushwick nochmal reinkommen. Schauen wir mal. Aber Schneeflotz ist natürlich auch so ein Kandidat, der natürlich gerne dann interviewt werden möchte, nachdem er vielleicht sich den Gesamtsieg von heute holt. Er hat auch gerade aktuell die schnellste Runde. Oh, das da ist gewünscht dann für ein Interview. Das wird natürlich notiert. Könnte man ja auf der Basis zuerst nehmen. Oder weil natürlich, wo er eigentlich der Rennsieger vielleicht sogar. Ja, als erstes reinkommen. Obwohl er natürlich erstmal mit dem Champagner sich so, ich werde mal gucken, ob ich nebenbei für den so so, Schneeflotze, ja, es ist natürlich ziemlich eng. 1,3 Sekunden Rush holt auf, ja, aber was ist halt über die Distanz? Ist natürlich der Daniel sicherlich der größte Favorit, aber Rush Freak kommt dran. So. Schauen wir mal, ob man das jetzt nebenbei alles okay. Natürlich wird natürlich alle nochmal angezeigt. Das ist ein kleiner Spaß für euch. Damit ihr auch nebenbei so viele Abstimmungen machen könnt. So. Es ist schon innerhalb von einer Sekunde. Da könnt ihr jetzt mal da bei einer. Vom Instagram können wir ja jetzt schon gucken, wie der ist. Flügel aufmachen. Gibt es denn noch weitere Wünsche für Interviewpartner? Oder überlasse ich mir das? Jetzt sehe ich auch viele Fans von Smokey. Und sicherlich wollen auch einige nochmal den. Ich weiß auch nie, ob wir vielleicht zwei gleichzeitig holen wollen. Ich habe jetzt noch nie probiert. Aber, ja, warum nicht?
So, gelbe Flagge, warum? Wir bleiben mal kurz bei dem Zweikampf. Ja, er versucht natürlich, sich den Platz zu bewahren. Im Zweikampf verliert man natürlich auch immer sehr viel Zeit. Das ist mir selber schon echt oft passiert, ne? Bis zum Zweikampf. Und du verlierst einfach voll den anderen an die Leute, die du eigentlich verfolgst. Aber wenn du den verteidigst, ne, musst du ja auch eine ganz andere Linie fahren. Ganz schön ab. Ja, da fährt auch der Rush ganz schön aggressiv schon. So, und da bin ich wieder. Was? Der holt sie alle noch. Genau, Mr. Speed. So, und zack. Wir haben mal eine kleine Swapo geteilt. Dort dürft ihr abstimmen, wer denn das heutige schönste Design hat. Unter allen Fahrern. Würde mich natürlich interessieren. Und einfach eine kleine Spielerei für euch. Nebenbei werden wir natürlich aufpassen, dass jetzt hier, das war schon ein bisschen weit rausgekommen, aber er fährt auch wirklich an der Grenze. Man sieht halt, denken wir auch, die Reifen sind jetzt nicht zu groß unterschiedlich. Und so schnell, ja genau. Der ist eine coole Socke, genau, das ist eine coole Socke, ist auf jeden Fall sehr angenehmer Rennpartner. Macht immer Spaß mit ihm zu fahren. Sehr geduldig und es ist natürlich einer der, sagen wir mal, Senioren unter den Spielern und merkt man einfach, dass da viel mehr Geduld ist und es macht einfach Spaß mit solchen Fahrern zu fahren. Die tun halt echt ein bisschen was beibringen, was die Geduld angeht. Und jetzt ist natürlich auch hier beim Rush ein bisschen Geduld gefragt, denn hier kann man schwer überholen. Und da schauen wir, welchen Punkt er sich ja ausholt. Er kann natürlich jetzt, es sind noch ein bisschen mehr als 8 Runden knapp zu fahren. So, da kann er natürlich, wenn er das richtig timet und vor ihm fährt und natürlich die letzten Runden dann halt vor Schneeflotze bleibt, kann er sich hier den Sieg holen. Ist natürlich so, wenn Schneeflotze vorne bleibt, hat er den Gesamtsieg. Rush Freak hat zwar die schnellste Rennrunde, aber das würde dann nicht reichen. Das wäre ein richtig knappes Ergebnis heute. Und ich bin ja schon ein bisschen, ich würde mich schon für einen Schneeflotze freuen. Ja, ich bin ja zwar sehr neutral, aber natürlich möchte ich natürlich, dass Rush Freak nicht so viele Punkte holt und dann halt sich da absetzt. Punkt nämlich. Oh, da gab es einen kleinen Schubser. Da hat er mal der Rush Freak gesagt, hallo, hier bin ich. Und so, da hat er vielleicht Daniel schon ein bisschen Angst gemacht, aber ich denke mal, Daniel ist da sehr, sehr gelassen. Ja, war noch, das war okay. Naja, damit sie beide ein bisschen ausholen. Hat sich aber jetzt keiner großen Vorteil verschafft. Haben denn schon ein paar abgestimmt? Das würde mich jetzt schon interessieren. Ja, eine Abstimmung gab es schon. Und hey, stimmt für Duster. Duster hat das schönste Design bisher. Ja, ein
gucken, ob noch mehr abstimmen. Ich werde den Link dann nach dem Rennen oder während des Rennens nochmal reinbringen. Obwohl, wie lange ist er gar nicht mehr? Aber wir haben jetzt gerade diesen Zweikampf. Der wird sicherlich noch eine, zwei Runden hinziehen. Vielleicht sogar über das Ganze hinaus. Wir müssen aber auch mal schauen, ob noch irgendwo anders. Ja, hier haben wir vielleicht. Ja, Smokey könnte sich vielleicht den Slake noch holen. Einfach mal anfeuern, den Smokey. Der freut sich bestimmt. Wenn hier ein bisschen anfeuern dabei ist. So. Ja, hier könnte es knapp werden. Aber wir gucken nochmal. Oh, ich habe den Zweikampf fast. Den Überholmanöver so gut wie fast verpasst. Aber wir sind noch mittendrin. Aber Schneeflotte lässt hier nicht locker. Er holt sich die Führung zurück. Aber jetzt auf der Geraden hat natürlich Rushfig Windschatten. Ah. Noch ein bisschen. Ja, geht fast in den Drehzahlbegrenzer. Ah, er hat er nicht gekriegt. Ja, gut verteidigt. Seht ihr das? Wie knapp man hier miteinander fahren kann. Und nichts passiert hier. Ja, Fahrzeug an Fahrzeug. Jetzt hat sich der Rushfig natürlich richtig intelligent an den Schneeplatz vorbeigefahren. Hat er natürlich der Schneeplatz keine Chance, da noch lange gegenzuhalten. Und musste natürlich dann die Tür offen lassen. Aber Schneeflotze lässt ja nicht locker. Das wird noch ein ziemlich interessanter Kampf bis zum Schluss. Und ja, die Reifen sind natürlich auch noch so. Ja, Schneeflotze hat noch bessere Reifen. Das kann sein, dass gegen Ende ja, der Rushweg dann vielleicht wieder ein bisschen langsamer wird. Aber wie gesagt, rankommen ist ja das eine überholen das andere. Das ist halt wirklich ein Kurs, wo man echt wahnsinnig geduldig sein muss, was das Überholen angeht. Weil hier gibt es halt echt kaum Punkte. Das ist Schumacher S, Mercedes Arena. Also Mercedes Arena ist ein relativ guter Punkt zu überholen, weil da kann man den Gegner ziemlich gut austricksen. Aber Schneeflotte macht hier keinen Meter schlecht. Der macht hier wirklich, der kämpft hier auf Millimeter Abständen. Und hier muss er natürlich wirklich das Vertrauen in den Gegner haben, dass er nicht irgendeine Dummheit macht oder irgendwie was den. Ist natürlich schwierig, jetzt nochmal zu Smokey zu gehen. Jetzt überholt der Schneeflotze nochmal. Oh, hat dann sich ein bisschen den kleinen Vorteil verschafft, glaube ich, so wie es aussah. Aber das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Und Rush versucht es außen, das ist der Wahnsinn. Und er schafft das auch. Was hat der nur für einen Grip in der Kurve? Dass der hier aus. Das war auch schon im letzten Rennen, hat er außen und oben. Jetzt kommt Mr. Speed noch mit dazu. Das ist natürlich der Zweikampf. Der tut natürlich Kosten für beide Fahrer. Und natürlich Mr. Speed, der hat freie Bahn. Der kann. Der Pedal to the Metal. Und freut sich natürlich, wie viele Abstände haben wir denn jetzt? Naja, es sind noch knapp 7 Sekunden Abstand. Ah, würde jetzt so gern zum Smokey nochmal kurz zurückswitchen, ob er denn näher kommt. Und ja, der One ist natürlich voll das Vertrauen in Mr. Speed und ja. Ah, jetzt sieht man auch bei Schneeplatz, hier gibt es ja, hat einen leichten Heckschaden, wo hat sich den denn geholt? Ist denn da Rushfig drauf gefahren, obwohl bei Rushfig sieht man ja nichts. So, es sind jetzt die letzten 4 Runden zu fahren. 4,5 Runden. Und mal gucken, ob die Schneeflotze sich hier noch den Sieg holt. Ich kann wirklich noch alles passieren. Das ist halt gerade wirklich sehr spannend. Und hier gibt es auch wirklich kein Auto, was irgendwie überlegen ist, weil ja wirklich jeder dasselbe Fahrzeug fährt. Das ist halt das Schöne an Cup-Rennen. Bei Gruppe 3 gibt es natürlich hier oder. Das sind schon 6,2 Sekunden mittlerweile. Wir schauen mal kurz. Kurt hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Da schauen wir mal kurz bei Smokey. Smokey 1,4 Sekunden auf Slake HD. Da sind wir mal gespannt, aber das noch. Ja, sieht sehr gut aus. Wir schauen auch, wie gesagt, nochmal an die Spitze. Es sind nur noch 6 Sekunden, Mr. Speed. Der kommt an die Gruppe dort vorne ran. Ja, ich weiß nicht, ob die zwei das gemerkt haben. Und vielleicht mal kurz locker lassen. Aber Rushfig, seine Reifen, die machen jetzt Zug. Ja, da hat Schneeflotze noch deutlich bessere Reifen.
Und Mr. Speed hat sogar noch bessere Reifen. Und ja, der Schneeflotze wird ja bei uns eigentlich immer Reifenkiller genannt. Und der Mr. Speed ist unser Reifenflüsterer. Und da, ja, reifentechnisch ist natürlich Controller halt echt, echt benachteiligt, muss man jetzt mal so sagen. So schnell Rush Week ist. Oh, was ist denn jetzt? Jetzt war es irgendwie. Ah, solche Internetprobleme machen ein echt. Was war das jetzt? Da muss ich dann mal. So, vielleicht den Schneeflotzen mal holen oder den Rush Week nochmal irgendwie nach dem Rennen. Fragen, was passiert. Es ist natürlich jetzt schade, dass das Überholmanöver so passiert ist. Das ist so ziemlich unschön. Vielleicht schafft der Rush Week das jetzt nochmal sich zu wenden. Aber es sind nur noch 4,5 Sekunden, die Mr. Speed braucht. Und Smokey 1,1 Sekunden. Das wären echt nochmal schöne Kämpfe gegen Ende. Und genau so wollen wir das sehen. Das macht Spaß. Da sind sicherlich auch die Zuschauer mit am Fiebern. Ne? Formel 1 ist ja heutzutage nicht mehr ganz so interessant. Ja, ist einfach durch die ganze Regel kaputt gemacht. Und hier sieht man einfach, hier gibt es Renn-Action ohne Ende. Durch die rollierende Rangliste, die ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, werden immer nur die letzten 5 Rennen gewertet. Da wir ja nur angefangen haben, werden natürlich jetzt die ersten 5 Rennen gewertet. Ja, Mr. Speed kommt aktuell nicht mehr näher. Oh, aber die Reifen von Rush Week, die sind am Ende. Ja, und durch die rollierende Rangliste ist natürlich, ne, wenn man mal ein oder zwei Rennen mitfahren kann, das ist ja bei uns durch die ganzen Schichtarbeiten oder so, ist es natürlich schwierig, dass man da wirklich jedes Rennen mitfahren kann und dann ärgert man sich, ja, und tut ein Rennen nicht mitfahren und das ist immer so doof, ja, wenn man solche Schichtler haben und da halt trotzdem die anderen noch irgendwie die Chance haben wollen, da, jetzt geht's ja richtig los hier vorne, das ist eine Überrundung. Ja, die Überrundung vom Meister. Mal gucken, ob er schön Platz macht. Ja, mal gucken. Ja, noch hat er sie nicht blockiert. Jetzt aber ist es langsam an der Zeit, dass er Platz macht. Ist natürlich jetzt schwierig, hier Platz zu machen. Ja, Meister macht hoffentlich schnell Platz. Kurz, ja, vom Gas gehen. Ja, hat er gut gemacht. Ja, das ist immer noch. Da war einfach kurz nicht zu sehen, aber ja, hat er schon sehr gut gemacht. Es ist natürlich schwierig als Anleiter, wenn man nicht so richtig weiß, na, wie macht man am besten Platz. Dann ist das schon schwierig, aber hat gut gemacht. 3,8 Sekunden, wenn man schon, ja, vielleicht jetzt die Überrundung etwas besser hinkriegt. Ja, jetzt sind es nur noch eine halbe Sekunde. Rush Week macht schon wieder Druck auf Schneeflotze. Wir schauen mal hinten nochmal ganz kurz. Smokey hat nur noch eine knappe Sekunde. Boah, ich weiß gar nicht, was ich zuerst kommentieren soll. Jetzt sind es nur noch 0,3 Sekunden. Jetzt ist er wieder in Schlagdistanz. Und das ist in den letzten 3 Runden. Macht das natürlich jetzt wieder richtig Spaß. Ja, zuzuschauen. Boah. Stoßstange an Stoßstange. Hier schenkt sich keiner was. So, wie sieht es hinten aus? Ich traue mich gar nicht immer, die Ansichten zu ändern. Ja, Mr. Speed ist immer noch in Schlagdistanz mit 3,7 Sekunden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf normalen Wegen noch möglich ist, da nicht zu schnell rankommen. Wie gesagt, ist das eine innerhalb von kürzester Zeit dann noch da an die beiden zu überholen. Das ist. Was ist denn jetzt passiert? Oh Gott! Jetzt hat Rush Week großen Schaden. Was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott, hoffentlich ist es jetzt nicht irgendwie ein Internetproblem. Das wäre mega schade. Das wäre richtig schade. Und jetzt hat Rush Week einen ziemlich heftigen Schaden. Da müssen wir unbedingt Rush Week dann nochmal reinholen. Das finde ich gerade mega ärgerlich. Das sah halt echt so aus, als würde das Spiel kurz ruckeln. Und Rush Week war davon heftig betroffen.
Da müssen wir unbedingt mal dann fragen, was passiert ist. So, wir gucken aber trotzdem nochmal zu Smokey. Oh, was ist denn hier passiert? Da gab es hier auch ein Internet. Ja, Doranimus West, das hat auch ziemlich geruckelt. Also meine, auch vorhin in der Mercedes Arena hat das Spiel ja kurz geruckelt. Das sah nie unbedingt danach aus, dass es jetzt nur ein Fahrfehler sein muss. Da bin ich jetzt mal noch ein bisschen vorsichtig, was die Aussage angeht. Wir schauen mal kurz in die Abstimmung. Ja, da hat bis jetzt nur einer abgestimmt. Ich werde den Link aber nochmal posten. Ja, wenn ihr das, ja, wie gesagt, wir werden dann mal uns dann erkundigen, ob das denn wirklich so war. Natürlich hat jetzt Rush Freak mit immer noch einen dritten Platz. Aber ich glaube, das reicht. Nein, das wird nicht reichen. Da würde Schneeflotte sich. Ich habe es aus der Position aber nicht genau gesehen. Deswegen. Weil ich ja weiß, dass Rush Freak ab und zu so diese Freezes hat durch diese Likes, die man durch das Spiel kriegt. Und ich habe selber auch schon ab und zu stockendes Bild gehabt während eines Rennens. Und deswegen möchte ich erst da fragen, was denn da ist. Aber klar, es kann auch sein, dass der zu nah an der Bande gefahren ist. So, ja, es fährt er in die Box. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt noch. Naja, gut. Ist jetzt ein bisschen Schadensbegrenzung, das er betreibt. Oh, da verliert er viel, viel Zeit. Würde natürlich dann auch interessant zu sehen, wie sich das in der Rangliste, in unserer Rangliste verhält. So, Mr. Speed. Ah, ist schon relativ nah an Schneeflotte dran. Letzte Runde. Wir schauen nochmal kurz bei Smokey vorbei. Nee, er hat, denke ich mal, sich gesagt, ja gut, da kann ich nichts mehr holen und hat sich mit dem Platz zufrieden gegeben. Und hier vorne schauen wir mal, ob Mr. Speed vielleicht doch noch einen Überraschungssieg hier. Was heißt Überraschungssieg? Ist natürlich einer der Favoriten. Aber ja, das reicht noch. Nee, der Sprit reicht noch. Schneeflotze hatte sogar noch weniger. Und das ist eigentlich auch knapp berechnet. Ja, natürlich, wenn jetzt ja, die letzten Meter das Null erreicht wird, dann kann es natürlich sein, dass man nur noch mit 80 km/h fahren. Das könnte dadurch, dass Mr. Speed vielleicht 1-2 Liter mehr oder so 0,1 Liter mehr hast, vielleicht sogar rennentscheidend sein. Mal schauen. Aber jetzt die Schikane. So, jetzt geht's. Letzte Kurve auf die Gerade. Nee, und der Sprit reicht. Gerade so, auch wirklich richtig knapp berechnet. Wahnsinn. Wahnsinniger Sieg für Schneeflotze, gefolgt von Mr. Speed. Wahnsinnig schönes Rennen sind die beiden gefahren. Berliner Boss. Mensch, Berliner Boss. So weit vorne. Sehr schön gefahren. Leider nicht so oft im Bild, weil natürlich war der Zweikampf vorne, war einfach das Hauptaugenmerk. Das wollen natürlich die Zuschauer auch sehen, aber auch sehr, sehr schöner dritter Platz. Glückwunsch ans Podium. Berliner Boss verendet das Podium. Rush Freak, ja, leider durch den Fahrfehler oder halt Spielfehler. Wie gesagt, da kann man jetzt noch nicht sagen. Da müsste man die Wiederholung nochmal sehen oder mit Rush Freak direkt sprechen. Vierter Platz für Rush Freak. Da hat er sich natürlich auch mehr erhofft. So, Slake HD, fünfter Platz. Ne? Da muss er natürlich jetzt noch die 10 Sekunden draufrechnen, die jetzt noch Strafe ist. Da kommt natürlich Smokey definitiv dran vorbei. Da wird das wohl aber nicht schaffen. Also denken wir, wird Smokey und Slake werden noch hier die Reihenfolge tauschen. Definitiv. Eddie Thomas mit einer 5 Sekunden Zeitstrafe wird den 8. Platz behalten.
Duster holt sich den 7. Platz. Sehr souverän gefahren und auch aktuell immer noch in der Abstimmung mit einer Stimme. Ja, leider nur eine Abstimmung. Vielleicht ist das bei den nächsten Rennen. Ja, mehr gemacht. War auch sehr spontan gerade. So, 8. Platz für Eddie Thomas. Und ja, 9. und 10. sind dann der Meister und Sally. Sally darf sich somit das nächste Event aussuchen. Nicht das nächste Event, sondern das 5. Event. So, Glückwunsch an alle, die das Rennen beendet haben. War ein sehr spannendes Rennen. Und ja. Ja, geiles Rennen. Doronimus, das hast du auf jeden Fall recht. Jetzt schreiben alle ja ein bisschen. Sally Rushfreak ist am Schreiben. Mr. Speed ist am Schreiben. So, wir wollen mal kurz noch abwarten. Wir werden noch das Rennergebnis uns direkt mal nochmal anschauen. Ja, Schneeflotze gewinnt hier mit nach 48 Minuten. Mr. Speed nur knapp 2 Sekunden dahinter. Berliner Boss verendet das Podium. Ja, mit 29 Sekunden Rückstand, also 30 Sekunden bald. Rushfreak, da durch den Fahrfehler. Ja, ist natürlich Rushfreak weit zurückgefallen. Slake auf Platz 5, Smokey auf der 6, Dust auf der 7, Matty Thomas auf der 8, Meister auf der 9 und Sally, Meister und Sally mit je einer Sekunde Rückstand auf Platz 9 und 10. Ja, Schneeflotze, da freut sich der Schneehase, dass Schneeflotze gewonnen hat. Ja, auf jeden Fall sehr verdient und ich denke mal, das ist auch, ja, genau, die Jasmin ist das. Ja, da hat sich auf jeden Fall der Schneeflotte auch den Gesamtsieg geholt. Das kann ich einfach schon mal so sagen, dass das die von den Punkten so hinhaut. Und das ist natürlich super, gerade nach dem letzten Rennen, wo da echt kein gutes Rennen für Schneeflotte war, hat er sich ja echt diesen Sieg verdient. Ja, und Wiederholung natürlich wieder speichern. Ich hoffe, das machen auch alle. Sehr wichtig, da wenn wirklich halt irgendwelche Vergehen sind, wo ich sage, ey, da und da hast du das falsch gemacht oder hast mich dort gerammt. Kann es natürlich sein, da es wirklich sehr viele Berührungen gab, dass es natürlich für die Rennleitung jetzt viel Arbeit gibt. Hier, da. Ja, da hier die richtige. Also nochmal drüber zu reden, das und das war ein Vergehen und da Streitstrafen oder Verwarnungen und schauen wir mal, wie viel es werden. Sehr cooles Rennen an euch. Ich wäre wirklich sehr gern mitgefahren, aber es muss ehrlich sagen, das Zuschauen hat wirklich Spaß gemacht. Das Moderieren hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich glaube auch, dass das im Vergleich zum ersten Mal, wo ich alleine moderiert habe, deutlich besser geworden ist. So an mich selbst jetzt zu dieser Klick und ja, das macht doch da wirklich echt Spaß. Hätte mich natürlich über einen Co-Moderator heute gefreut. Dafür habe ich ja nächste Woche den Rushfreak als Co-Moderator. Können wir schon mal anteasern. Nächste Woche haben wir dann dieses Event als ranglichsten Event. Da fahren wir mit den Vintage GTA. Also mit diesen alten GTA-Klasse. Und das wird natürlich mega interessant, wie das wird. Auf Fuji Speedway freue ich mich drauf. Dankeschön, Jasmin, für das Lob. Das ist natürlich, das freut mich natürlich schön. Und ich habe auch wirklich gesagt, das Gefühl, heute habe ich ziemlich guten Flow gehabt. Trotz keiner Vorbereitung. Ich habe mich ja wirklich gar nicht vorbereitet. Und ja, macht natürlich Spaß. So, du solltest doch schneller im Quali erste Runde mehr. Ich wäre der Flot zu vorbei. Mhm. Ja, gibt's natürlich jetzt noch hier. So, wir holen aber jetzt direkt mal einen Interviewpartner. Ich muss mal kurz das, das habe ich mal nicht vergessen, jetzt überblenden. Mhm. Zack.
Wen holen wir uns denn mal? Wir holen mal den Sieger. Wir holen jetzt erstmal, obwohl Eddie hat gesagt, oh, Eddie Thomas ist schon weg. Nee, halt, Moment. Wir holen erstmal den Eddie. Da er ja schnell weg muss. Wie gesagt, wegen Schule und so. Ja, Hallo das holen wir erstmal. noch. Ey! So, Micha. Wie war dein Rennen? Anstrengendes Rennen. Anstrengendes Rennen. Anstrengend. Okay. Die Startphase war ziemlich chaotisch. Vor allem das in der ersten Kurve oder allgemein in der Mercedes-Benz Arena war kritisch. Ja, ich habe wirklich sehr viele Crashs heute gesehen und denke mal, da werden wir als Rennleitung die Woche ein bisschen was zu tun haben. Ja, Ja. bis jetzt habe ich auch viel dem hingehend gehört. Genau. Ist auch ein bisschen jetzt eskaliert nach dem Rennen zwischen Smokey und Berliner Boss, aber ist jetzt, glaube ich, wieder ruhig. Hoffen wir mal zumindest. Ja. Ja, durch deine Zeitstrafe hast du jetzt, verlierst du ja keine Position. Also bleibst Zum ja eigentlich Glück. dort, wo du bist. Und ja, und nächste Woche fährst du ja mit, habe ich gehört. Ich überlege es mir, wäre natürlich schön. Wenn es aber nicht geht, geht es halt nicht. Ja, genau, dann geht's halt nicht. Aber wir werden sehen. Und ich wünsche dir morgen viel Erfolg bei deiner schulischen Aktivität und Danke. dann entlasse ich dich. Kannst ja noch mal kurz mit deinen Leuten reden und dann geht's sowieso schon bald Gut. ja. Gut, jetzt werde ich mir mal den Duster holen. Der wurde gewünscht von Duranimus und wie gesagt, trotzdem sage ich eigentlich mal Glückwunsch, weil war ja doch schon ein gutes Rennen. Und ja, naja, man kann nicht immer gewinnen, das ist leider so. Aber ja. Gut, dann hole ich mir mal den Tschüssi. Duster und tschüssi. So, da holen wir uns wirklich jetzt mal den Duster, da er wirklich gewünscht wird. Wie verrückt. Der Smogi wünscht noch Dank an alle Zuschauer. Wir hatten teilweise sogar 21, 22 Zuschauer, wie ich es bemerkt, wie ich nebenbei drauf geachtet habe. So, schauen wir mal, ob der Duster gleich uns besucht. Tja, das Spiel wollte heute nicht, dass ich gewinne. Zweimal freezen. Ja, hatte ich bald gedacht. Aber wir holen uns den Rush viel kleiner mal. Aber wir holen uns dann noch den Schneeflotze. Die Schneeflotze muss natürlich auch noch interviewt werden. So, kommt denn der Duster gleich? Noch ist das dann nicht da. Der ist sicherlich auch gerade mit der. Wir tun immer nach dem Rennen. Tun ja so ein kleines Feedback geben und sagen, ah, wie war dein Rennen und so. Ach, da ist er, Duster. Ja. Hallo. Du wurdest von dem Publikum gewünscht als Interviewpartner. Wie war denn dein Rennen? Ja, ich hätte auch eben so gut eine eigene Lobby fahren können. Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist alles ein bisschen anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Dass es nicht leicht wird, völlig klar. Ja. Nur das Kuddelmuddel in der ersten Kurve. Ja. Also ich weiß nur, ob das der Steve war oder zwei Grüne auf jeden Fall. Ich habe nur. War neben Grün, kriegte ich einen Schlag und habe zwei Grüne mit rausgenommen. Dann stand der Berliner Boss mit einmal quer und wir beide mussten in die Box. Hat ihm zu großen Schaden. Da war das dann eigentlich schon gegessen. Ja, das hab ich direkt gesehen und ich dachte mir, boah, es geht auch ganz schön. Haben wirklich viele was abbekommen. Du warst in der Box, Berliner Boss hatte hinten einen Schaden. Auch die Spitze hat ein bisschen was abgekriegt. Also da war wirklich sehr viel, was da, also da ging es richtig voran und also richtig ab. Und ich denke mal, da wird auch der eine oder andere da der Rennleitung mal sagen, hier und da und da. Ich habe es leider auch nie komplett hingekriegt, wer was wie irgendwo dran schuld war.
Aber Ja, ich, ist natürlich schade ich. für dein Rennen, ne? Da hätte sicherlich mehr Och. rauskommen können. Gut, wie gesagt, das war ein bisschen traurig. Ich habe nichts mehr geholt. Es waren 14 Sekunden nach hinten zu dem Hintermann. Nachher waren es 18, nach vorne waren es 14. Da reißt du nichts mehr. Rein musste ich offiziell auch nochmal in die Box. Also, hatte zwar immer noch mit dem Gedanken gespielt, dass vielleicht einer oder zwei vielleicht noch vor mir noch einen Dreher machen, dass ich vielleicht nochmal rankomme. Aber die sind alle gut gefahren. Das muss man denen zugute halten. Und wie gesagt, Speed da vorne, das war sowieso nicht mein Ding, aber eben halt so bis zum vierten hatte ich mir das schon so vorgestellt. Nur wie gesagt, es tat mir eben halt leid in der ersten Kurve, da konnte ich nichts machen. Ich wäre mit dem Eingrün, ich weiß nicht, ob das das Dieb war, wir wären beide durch die Kurve gekommen und dann kriegte ich den Schlag und habe zwei Grüne mitgenommen. Und ja, wie gesagt, habe ich jetzt mitgekriegt, den beiden habe ich das Rennen nicht kaputt gemacht, die sind ja auch noch ganz gut vorne geblieben. Hat Spaß gemacht so, aber es war eben halt so, ich habe euch nur auf der Karte gesehen, die anderen. Das war ein bisschen traurig. Ja, das ist schade, der Und hätte als jetzt ich sicherlich auch zum gucken. Berliner Boss, ja, als ich zum Berliner Boss sagte, er muss früh in die Box und ich sagte, ich bin bei ihm, war das eigentlich als Scherz gedacht. Ich wusste nicht, dass wir gleich die ersten waren in der Box. Aber egal, war cool, hat Spaß gemacht trotzdem. Ein Pünktchen habe ich immer noch. Und ja, gut. Soll ich noch Die von Saison Doronimus fängt schön an. grüßen? Ey, das ist ja nett. Danke. Ja, hat er schön in den Chat geschrieben. Grüße an Duster. Das machen wir natürlich. Grüße zurück, falls er das mal Ja. sieht oder hört. Das kriegt er persönlich. Schade, dass er nicht mitgefahren hat. Ja, Na schade, gut, ne? wie gesagt, so in den ganzen Trainingssessionen muss ich sagen, war das gut. Ich habe mir da, wie gesagt, mehr ausgemalt, auch so die Zweikämpfe an sich. Es ging dummerweise im Sprintrennen schon los, dass ich nicht an der Spitze bleiben konnte, obwohl das vom Speed her möglich gewesen wäre, eben halt mit Snake. Aber da muss man mit ihm nochmal reden, dass er da vielleicht ein bisschen mal einen Rückzieher macht. Aber egal, das hat mir auch nichts kaputt gemacht. Da habe ich auch Pünktchen geholt. Ich bin soweit zufrieden. Doch, passt. Ja. Das ist doch die Hauptsache. Und klar, man kann halt immer auch nicht mehr, man ist ja in der Formel 1 nie anders, ne? Oder in anderen Rennserien. Da passiert immer mal was und dann ist es immer mal irgendwie wie leider jemanden, den es dann trifft und dann das Rennen dann kaputt ist. Auch halt, auch Nö, Rushweek hat heute also. nicht den siegen können im Endeffekt. Ja, habe ich ja geschrieben. Na, das sind meine Favoriten, aber ich sehe keinen von denen schon von vornherein auf dem Treppchen. Deswegen, Ja. es war ja alles drin. Von den Zeiten her waren wir doch alle gut beieinander. Ja, eben. Gut, dann entlasse ich dich nochmal in die Lobby. Ich weiß nicht, ob das gleich nochmal für das nächste Event Doch, kurz trainiert wird, keine Ahnung. weiß ich auch nicht. Ich hüpfe Jo. da nochmal zurück und scheiß sie zusammen. Alles klar. Da. Gut. Ich danke Dann. dir. Tschüssi. Mach gut, ciao. Ciao. Oh, mein. So. Da holen wir uns jetzt einfach mal den Sieger. Falls er nicht gerade in der Diskussion ist. So, schnell Platze. Ups. Schauen wir mal, wann der Schneeflotte uns beitritt. Die Moderatorenkabine. Die Tür steht offen. Jetzt muss sie nur noch jemand neben mir Platz nehmen. Da ist er. Hey, alles Gute zum Rennen. Also Glückwunsch zum Rennsieg. Danke, danke. War ja echt wahnsinnig spannend, was ihr da abgeliefert habt, du und der Rushfreak. Ja, es war ein ziemlich harter Fight, ja. Ich sitze Ja. jetzt auch total durchgeschwitzt in meinem Stuhl hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. War natürlich schade, dass dann irgendwie Rushfreak wahrscheinlich irgendwie entweder an die Boxenmauer gekracht ist oder halt irgendwie mit dem Spielproblem hat. So hat er es zumindest im Chat geschrieben. Und dass er irgendwie Ja, gefreezt hatte. der Rush hatte zweimal einen Freeze gehabt. Einmal einen langen Freeze, wo ich dann an ihm dran war, komischerweise gleich. Und dann vorbei war. Und dann einmal den kurzen Freeze, wo er dann in der letzten Kurve innen an die Boxenmauer gegengefahren ist. Das ist natürlich Da sehr dadurch natürlich schade. sein Auto kaputt gefahren. Ja.
So ist natürlich mega ärgerlich, weil das halt war wirklich wahnsinnig spannend und ich konnte gar nicht von euch wegblenden, weil Smokey ja hinten auch ans Lake näher rankam und das ist halt schon wahnsinnig spannend gewesen. Und ja. Wir hatten einmal eine unsanfte Berührung gehabt, aber da ist alles gut zwischen uns. Haben wir schon ein bisschen bequatscht drüber. Auch Aber ich Glück glaube, wünschen. er ist trotzdem noch Gesamtsieger, ne? Nee, du bist Gesamtsieger. Ich bin Du Gesamtsieger. bist Gesamtsieger. Also wenn, Das du ist warst cool. Zweiter im ersten Rennen, Im ne? Sprintrennen. Genau. Genau. Und jetzt hast du ja 2 Punkte mehr und ich glaube, ihr seid sogar punktgleich, aber da du ja im Hauptrennen gewonnen hast, kriegst du natürlich dann den Sieg. Aber da muss man nochmal alles Okay. durchrechnen, gucken. Das werde ich natürlich nach dem Rennen dann erst machen. Na, nicht vergessen, er hat die schnellste Rennrunde, ne? Da kommt auch noch ein Punkt zusammen. Genau. Ja, war auf jeden Fall mega Ja. spannend. Also auch wenn ich jetzt sehr gern mitgefahren wäre, aber es war auch wirklich sehr, sehr spaßig, euch zuzuschauen. Und ja. Ja, schade, schade. Wir hätten dich gerne auch auf der Strecke gesehen. Dann in 2 Wochen wieder. Auch nochmal an die Zuschauer, wenn ihr Lust habt zu moderieren, kommt zu den Slow-Movern. Ihr werdet hier herzensgerne aufgenommen. Ja. 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 Und ihr müsst das nicht so professionell machen wie ich, ne? Es reicht da absolut nur eine PlayStation und habt da das Renngeschehen übertragen, ne? Ich habe natürlich eine ganz andere technische Voraussetzung, ne? Aber das ist einfach so. Gut, Schneeflotte, dann, wie gesagt, nochmal herzliche Glückwünsche und hast echt cool gemacht und hast du echt verdient, gerade nach dem letzten Rennen, wo da wirklich viel schief ging, hier den Sieg rauszufahren. Ich Und habe mir allerbeste Mühe gegeben. ja, hast du gut gemacht und ja, dann entlasse ich dich und ja, wünsche dir noch Vielen einen lieben schönen Dank. Abend. Ebenso. So, ist denn noch irgendjemand gewünscht an Interviews? Wie gesagt, mit den Punktverteilungen. Das wird dann alles morgen per Facebook veröffentlicht. Das jetzt alles nebenbei zu machen, ohne einen Co-Moderator, ist halt wirklich wahnsinnig schwer. Und da müsste ich euch kurz partyvoll. Müsste ich euch halt kurz allein lassen. Und ich werde sowieso den Stream dann so langsam ausklingen lassen. War mega spaßig heute. Wie gesagt, falls jetzt nochmal ein Wunsch ist, mit dem. Vielleicht können wir ja wirklich den Rush Freak nochmal holen, aber er ist ja eigentlich oft geklärt, dass er Probleme mit dem Internet hatte. Und wir wollen ja natürlich ein bisschen Abwechslung bringen und. Ja, sollten jetzt keine weiteren Wünsche sein. Gute Nacht an alle, ja. Gute Nacht an dich. Oh, wir haben ja. Bei der Wahl des Rollpool. Wir können gerne nochmal reinhauen, so kurz vor Ende. Genau, dafür gibt es die Homepage. Snooker. Das muss nicht immer alles direkt sein. Das kann ich dann nächste Woche machen. Und die Homepage werde ich auch gerne nochmal verlinken. Moment. Da könnt ihr euch nochmal alles anschauen. Jo, ansonsten Homepage könnt ihr euch anschauen. Das Rennen könnt ihr euch dann bei YouTube wieder anschauen. Und dann würde ich sagen, für heute Abend wünsche ich noch eine gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Warte mal, ich habe das, glaube ich. Zack. Genau, danke fürs Zuschauen an alle, die zugeschaut haben. Waren wieder wirklich sehr viele dabei. Und nächste Woche geht es dann schon weiter. Und hoffentlich sind dann wieder viele von euch dabei. Dann gute Nacht und tschüss.